Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie gar selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Bereite dich, Zion.
Die ganze Welt der Welt.
starker König, wie wenig achtest du dir Ehrenpracht. Der Erdenpracht.
Es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Und sie fürchten sich sehr. Das lässt er nun dem Hirten vor, erfüllt er Weisen. Ein Hirt hat alles das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen. Thank you.
geht die Freude heißt zu schön. Sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet und labet Herz und Sinnen und labet Herz und Sinnen. Zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Thank you.
Sprachen.
nicht, ihr Engel jauchzt und singet, dass es uns heut so schön gelinget. Auf, denn wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen. Hirte, ich hab
Wunder getan. Kind, dieses trefft ihr an. Thank you.
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegt. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten.
kehrten wieder um. Preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten. Wie denn zu ihnen gesaget war. Thank you.
da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten werde, da ward sein Name genennet, Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Thank you.
Leben lebt. Ein Heiland gibt mir Kraft, und das muss mein Herz recht haben, recht ein. Thank you.
geboren war zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, wo, wo ist der Magen? Strahlen klaren Schein, erleuchte mein Herz.
leuchtet, erleuchte mein Herz durch die strahlen klaren Schein. Dein Wort soll mir die hellste Kerze in allen meinen Werken sein. Diese lässt die Seele beginnen, erleucht auch meine finstre Sinne, erleuchtet mein Herz durch die strahlen klaren Schein, erleuchte mein Herz, erleucht auch meine finstre Sinne, erleuchte mein Herz durch die strahlen klaren Schein, durch die strahlen klaren Schein. Der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda. Denn aus dir soll mir kommen der über mein Volk Israel ein Herr sei.
aber rief Herodes die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre und Weise ziegen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbiete.
den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis das ihr kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich stehe an deinem Krippenbrunnen, o Jesus, befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Schatz geht nicht von hier, ihr bleibet da bei mir, ich will ihn auch nicht von mir lassen. Sein Arm wird dich ausbringen, mit sanftmutsvollem Trieb und größter Zärtlichkeit. Thank you.
Was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolzen meine Schrecken. Was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei dir. Noch so grimmig stelle, droht nur mich Gas und Atto fällen. Doch seht mein Heiland wohnet hier, doch seht mein Heiland wohnet hier. Ich kann dort gar zu fällen, doch sieht mein Heiland wohnet hier, doch sieht mein Heiland wohnet Hort ist hier bei mir, mein Schatz.